Das ist mein Hund. Er heißt Setu. Er ist 7 Jahre alt. Und das ist meine Katze. Sie heißt Mini. Sie ist jetzt fast 2 Jahre alt. Hi, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Deutsch mit Inab. Welcome to my channel Deutsch mit Inab. In this video we'll talk about how to speak about a third person in German. How to talk about he and she. Er und sie. Los geht's! Über eine dritte Person sprechen. Er, sie. Speak about a third person, he or she. Pronomen, pronouns. So far we have already mentioned ich, that means I, sie, formal kind of you, du, informal kind of you that we use with friends, family and people we know. And in this video we'll talk about two new pronouns. Er, which means he, sie, which means she. So before we move on, let's define what kind of pronouns they are. For instance, ich, which means I, is erste Person, first person. And first person means the one who speaks, the speaker. Ich, I. Sie and du, both meaning you, are zweite Person, second person. And second person is to whom one speaks. So if I'm talking to you, I am first person, ich, erste Person, and you are second person, zweite Person. Er und sie, he and she, are dritte Person, third person. That means we don't talk to this person, rather we talk about this person. So it is about whom one speaks. If you have watched my previous videos, you already know me. That's me. Das bin ich. And obviously, if I'm talking about myself, then I need to use the pronomen ich. Ich heiße Inab. Ich komme aus Nepal. Ich wohne in Kathmandu. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Deutschlehrer und Musiker von Beruf. Now, I will talk about somebody else, about this guy. I'm sure you know this guy, right? Er heißt Lionel Messi. His name is Lionel Messi. Er kommt aus Argentinien. He comes from Argentina. Er wohnt in Barcelona. He lives in Barcelona. Er ist 33 Jahre alt. He is 33 years old. Er ist Fußballspieler von Beruf. He is a football player by profession. Now let's talk about another person. About a lady. I hope you know her. Sie heißt Angela Merkel. Her name is Angela Merkel. Sie kommt aus Deutschland. She comes from Germany. Sie wohnt in Berlin. She lives in Berlin. Sie ist 66 Jahre alt. She is 66 years old. Sie ist Politikerin von Beruf. She is a politician. Sie ist die Bundeskanzlerin von Deutschland. She is the Chancellor of Germany. So, you might have noticed different verb endings, and they are called Verbendungen, verb endings. The verb endings, verb endungen, are always determined by the subject of the sentence. Let's have a look at this verb kommen, means to come. And the verbs in its main form has the ending, most of the times, en, an. So let's look how they change with the subject. Ich has
the ending E, English letter E, Deutsch E, E-Endung. Ich komme. Du ends with ST. Du kommst. Sie, the formal you, ends with EN, EN in German, kommen. Er ends with letter T, in German T, er kommt. And likewise, sie, she, also ends with letter T, in German T, sie kommt. Let's take this verb wohnen. So you already know which form does ich take. Ich wohne, Endung E. Du wohnst, Endung ST. Er, sie wohnt, Endung T. Sie wohnen, Endung EN. Now you see that there are two sie, and how to differentiate which one is which. It's pretty easy. The small letter S, Z, means she, the third person, she. And it has the verb ending T, Z, wohnt. Whereas the capital letter S, Z, means formal you. And it has the verb ending AN, Z, wohnen. And the main form of the verb is called infinitive. Let's do some questions and answers. Wie heißt sie? Frage, wie heißt sie? Und die Antwort ist, sie heißt Angela Merkel. Even though it's a third person sie, which is supposed to be small, the only reason why it's capital here is because it's the beginning of the sentence. Otherwise, it should be small sie, she. Nächste Frage. Wo wohnt sie? Sie wohnt in Berlin. Sie wohnt in Berlin. Woher kommt sie? Sie kommt aus Deutschland. Sie kommt aus Deutschland. Wie alt ist sie? How old is she? I will let you guess the answer. Sie, 66 Jahre alt. And the right answer is, sie ist 66 Jahre alt. She is 66 years old. Was ist sie von Beruf? Was ist sie von Beruf? Und die Antwort ist, sie ist Politikerin. Or you could also say, sie ist Politikerin von Beruf. She's a politician. Let's talk about this guy. Er, blah, 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 Lionel Messi. Right, er heißt Lionel Messi. You could also say er ist Lionel Messi. It's not a problem. Er, blah, 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 in Barcelona. Er wohnt in Barcelona. Er, blah, 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 aus Argentinien. Ja, the verb is er kommt aus Argentinien. Er, bla bla bla, 33 Jahre alt. And the right option is er ist 33 Jahre alt. Er, bla bla bla, Fußballspieler von Beruf. And the right answer is er ist Fußballspieler von Beruf. I hope that wasn't so hard to understand. In my next video, we'll talk about all personal pronouns in German. And make sure that you watch my videos till the very end, because most of the times, towards the end, there will be a small quiz or a test. Bis dann! Tschüss!